liebe Leute, neues Jahr, neues Glück, alles neu. Wir starten mal wieder in einen Preischeck und diesmal bei Lidl. Mal schauen, ob sich im neuen Jahr irgendwas an den Preisen getan hat, in positive oder negative Richtung. Ich bin mal gespannt. Gehen wir mal rein in schöne Kühle. Draußen ist es heiß. Der Rest von der Weihnachtsdeko sind noch da. Schnappen wir uns ein Wiegelchen. Ja. Ein sauberes. So, und los geht's. Abfahren der Reich. Gehen wir erstmal zu Obst und Gemüse. Bei 9,69 die Bio 2,95. Dazu gibt es aber auch für 1,99 Bio 2,69. Orangen. Kommen wir jetzt nicht mehr durch, wir laufen nur in die andere Richtung. Wasser 8 Liter 1,69 von Tede, Kumbres 1,15. Da ist Cola Zero, 2 Euro für die von. Von Lidl die Marke, 69 Cent. Fanta. Ah, okay, das sind 2 Liter, 2,90. Und die Marke von Lidl, die Freeway, auch 2 Liter 85. Billigste 89 Cent, würde ich sagen. Sollen wir jetzt hier lang laufen? Zu den Getränken oder
Butter. Das ist sehr gut. Habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob es... Den habe ich schon öfter gekauft. Den kann ich euch gut empfehlen. Arautaba. Viel los, konnte ich nicht so viel zeigen, tut mir leid. Jetzt schauen wir mal mein Lieblingsbrot, nehme ich mal mit. Wenn ich in Lidl bin, habe ich das Brot irgendwie am liebsten, kaufe ich gerne. Was es für Gemüse gibt, aber ich glaube, das muss ich später in Ruhe. Mal überlegen, was ich damit nehme. Ich glaube, ich quatsch mal nicht zu viel. Es läuft hier sowieso Musik, keine Ahnung, ob ich das sowieso dann unter den Ton unterdrücken muss mit eigener ausgesuchter Musik fort herausbringen muss. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Semi-pikante, könnte ich das vielleicht mitnehmen dann. Tomaten habe ich eigentlich. Die hier mag ich voll gerne. Schmecken gut. Gurken habe ich eigentlich auch noch zu Hause vom letzten Einkauf. Wir schauen uns später in Ruhe um. Ich schau mal, dass ich euch noch ein bisschen was zeige. Vielleicht gehen wir rüber zu Fleisch. Das wird wahrscheinlich für die meisten am meisten interessant sein. Die Wursttheke hier. Dann schauen wir auch später. Wir gehen jetzt erstmal an. Fleisch und Kuchen. Sie wird auch was mitnehmen. Vom Fischmarkt habe ich es nicht geschafft. Und wir wollten heute was mit Fisch essen. Wieder Bonbon. Oder Fisch. Muss ich mir
noch überlegen. Also man kann die Preise auch sehen. Das sind nochmal Burger. Wochenangebote interessieren euch jetzt wahrscheinlich nicht. So, drüben in die Gefriere. Schauen, was noch vom Weihnachtsangebot übrig geblieben ist. Das ist auch hier ein traditionell auf Teneriffa für Heilige Drei Könige Kuchen. Hier steht ja auch noch, das gibt es jetzt so nie im Geschäft zu kaufen. Vielleicht nehme ich auch irgendwas von hier mit. Die habe ich beim letzten Mal gekauft. Waren gar nicht so schlecht, auch wenn sie nicht frisch sind. Oder doch, die hier. Geschäfte muss ich mir auch noch mal anschauen und euch zeigen. Also bis demnächst. Ciao.